Was geht ab? Mein Name ist Charlie Wolfitz und ihr fragt euch sicherlich jetzt alle, woher hat Charlie dieses heftige Intro mit diesen krassen Animationen? Ja, dafür müsst ihr mal das neueste Video, beziehungsweise eines der neuesten Videos von, ich glaube, er hat schon ein neueres Video von Jasper gucken. Ich packe euch das mal in die Videobeschreibung, das haben wir zusammen aufgenommen. Jasper, ein guter Bro von mir, deswegen schaut einfach mal vorbei und falls ihr wissen wollt, warum ich das Intro jetzt gerade reingenommen habe, dann schaut sein Video, wie gesagt. Und ja, ich hatte in den letzten zwei Wochen richtig Angst, dass es nicht mehr passiert, denn ich bin jetzt seit 3 bis 4 Jahren locker schon in der Call of Duty Community aktiv, beziehungsweise verfolge ich sie, und es gab wirklich immer, ohne Ausnahmen glaube ich auch, immer Beef zur Gamescom, ja, und ich dachte so dieses Jahr so, hä, kommt da jetzt gar nichts mehr oder was, das ist ja keine Anschuldigung, keine Beleidigung, so, aber dann kam so diese kleine Sache mit Royal, das war, naja, ein kleiner Beef kann man sagen, ja. Aber jetzt geht's endlich wieder richtig los, Alter, es sind wieder richtig große Leute mit dabei, ich weiß nicht, ob ich jetzt der Einzige bin und ob das irgendwie moralisch verwerflich ist oder so, aber ich feiere Internet-Beef übertrieben hart, ist einfach so, ich weiß nicht, also ich bin selber persönlich niemand, der irgendwie mit den Leuten Beef hat, beziehungsweise überhaupt Stress oder irgendwie sowas anfängt ohne Grund und keine Ahnung, so bin ich halt irgendwie nicht. Ich bin auch so mit jedem cool aus der Call of Duty Community eigentlich so. Also ich habe gegen niemanden so wirklich was und auch niemanden so wirklich gegen mich, zumindest soweit ich weiß. Aber wenn es so zwischen zwei großen YouTubern Beef gibt, dann feiere ich das einfach übertrieben. So, wer so zu welcher Partei, wie gesagt, gehört und so, wer so da snitcht und wer so jetzt da von der Partei wieder weggeht und sag ich mal, falls ihr nicht wisst, was ich meine, wie gesagt, hier dieser Streit zwischen Isle of Cookies und Commander Krieger. So. Ja, und ich würde mal sagen, also wenn man jetzt ein Beef definieren, dann sind das immer, es müssen auf jeden Fall eine Partei muss der größere, ein richtig großer YouTuber sein, ja, und die andere muss ein bisschen kleiner sein, so, ja, und es muss auf jeden Fall so sein, dass beide Parteien ein Video auf jeden Fall zu dem Streit machen, auf jeden Fall, ansonsten zählt das für mich nicht, ja, und das ist in diesem Fall auch passiert. Es ist der größte Call of Duty YouTuber, Elotrix, hat sich jetzt auch noch dazu geäußert, ist nochmal eine Runde geiler, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, der sowas feiert, da schreibt mir das, wie gesagt, mal in die Kommentare, wie, ob ihr auch Beef feiert, ja, also im Internet Beef einfach übertrieben krass, ich weiß es nicht, ich finde das übertrieben interessant, auch mit so ein paar Insider-Infos, so als YouTuber jetzt auch so ein bisschen was mitzubekommen von dem und dem und ja, der hält jetzt gar nicht mehr zu dem, weil das und das und so und, ich weiß nicht, das ist so ein kleiner Live-Ticker, so, ich sag mal, so JBB für Arme, ja, und gerade jetzt so immer zu dieser Gamescom-Zeit, weil auf der Gamescom selber haben sich ja immer alle lieb, so sag ich mal. Ich war ja auch dieses Jahr auf der Gamescom, wie sieht man, stehe ich auch hier an dem Trikot. Ich war ja auch, Trikot, what the fuck, in dem T-Shirt. Und generell, wie dieser Beef dieses Mal entstanden ist, ja, das Lächerlichste, was überhaupt geht, und das feiere ich einfach noch mehr, ja, denn diese Fast Passes, ja. Ich war ja auch, wie gesagt, beim BO3-Stand, sieht man ja auch, ja. Und ich habe da auch angestanden, beziehungsweise nochmal großen Gruß an Suppensoldat, Digga, du bist der beste Mann ever. Ich war gerade eine halbe Stunde auf der Gamescom da, ich komme so, na, was heißt halbe Stunde, vielleicht Viertelstunde oder so, ne? Ich schreibe so Stylers und Cyber und so, ja, ich bin da, die holen mich dann so ab von dem Südeingang, die bringen mich so zum BO3-Stand, zu den anderen UX-Leuten und ich stehe denn da so kurz und guck nochmal zum BO3-Stand an. Ich dachte so, ich könnte eh nicht zocken, ne? Und dann kommt so Suppi so zu mir, ne? Und dann sagt, ja, was geht? Endlich haben wir uns gesehen direkt mal. Und also ich so, ja, genau. Er dann so, ja, hast du schon BO3 gespielt? Und ich so, ja, nee, ich geht nicht, glaube ich. Ich bin 17. Er so, ja, warte kurz. Und hat er so seinen Armband mir abgemacht und hat mir dann das 18er Bändchen von sich gegeben. Überkorrekte Aktion, Digga. Das war so korrekt. Ich habe mich richtig gefreut. Also ich war, glaube ich, 5 bis 6 Mal drin in BO3 oder so. Vielleicht kommt auch nur so nochmal ein extra Video über die Gamescom an sich. Aber jetzt aber erstmal nur zu diesem Beef, ja, aber da eine Grüße an den Suppensoldat, richtig korrekt, Digga. Auf jeden Fall war ich, wie gesagt, auch beim BO3-Stand und hab da auch angestanden. Wie gesagt, ich war 5 bis 6 Mal drin, also ich stand 5 bis 6 Mal an, ja. Und nicht so wie Luke Kim, zum Beispiel Luke Kim auch aus UX, ne, der war locker über 30 Mal im BO3, weil er auch Pressetickets hatte und dann war auch schon den Mittwoch da und alles und dann, er kann das, denke ich mal, auch bezeugen, ja. Denn mit diesen Fast Passes kommst du ja, kannst du die ganze Schlange überspringen, bist dann quasi direkt vor diesem Kino da, glaube ich. Also ich habe selber keinen Fast Pass benutzt, ich habe auch keinen gehabt, so. Aber ich glaube, so ungefähr ist das, ja. Also ich glaube, du konntest ja nicht direkt zu den Spielen, sondern musst da auch kurz den anstehen. Aber na, ist auch egal, ja. Auf jeden Fall hast du beim BO3-Stand, und ich hätte auch gedacht, man steht da länger, ne. Aber sowas, irgendwelche YouTuber labern von 3 bis 4 Stunden oder was weiß ich, das gab's nie, nicht bei, ich glaube bei gar keinem Spiel fast, ja, erst recht nicht bei Black Ops 3, ich stand allerhöchstens
eine halbe bis dreiviertel Stunde an, das ist wirklich gar nichts. Ja, die haben das relativ gut geregelt. Am Anfang sollte das mehr sein, weil man 10 Minuten spielen konnte, aber im Endeffekt konnte man jetzt nur 7 Minuten oder irgendwie sowas um den Dreh spielen. Deswegen haben sich die Wartezeiten extrem verkürzt und da, wo ungefähr 2 Stunden stand, also die hatten da so Schilder schon ausgedrückt, ab dann in der Schlange stehst du so ungefähr 2 Stunden da, war das eine halbe Stunde ohne Scheiß. Ich war ja 5 bis 6 Mal drin, wie gesagt, da und das war wirklich, also es hat sich überhaupt gar nicht gelohnt, so einen Fastpass überhaupt zu holen, ja. Und deswegen dieser gesamte Beef mit dem, wow, aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, so krass einfach. Und deswegen feiere ich das einfach noch mehr. Ich bin richtig gespannt, was jetzt noch daraus wird. Vielleicht sagt ja auch einer der beiden YouTuber, ja okay, ich habe einen Fehler gemacht, tschüss, das war's so. Wäre natürlich relativ langweilig, wäre natürlich auch in Ordnung. Ich bin jetzt auch niemand, der so sagt, ja, nochmal oder so. Also ich bin da auch relativ zufrieden, wenn es sich dann im Grunde gelegt hat, sage ich mal, und alle wieder zufrieden sind. Und ich weiß nicht, also im Moment steht Commander Krieger relativ schlecht, also wie ich das mitbekommen habe. Also der hat keine Verbündete, sage ich mal. Also ich finde immer so die Partei mit den, so, also ich rechne das immer so, ja, also die YouTuber, die so zusammen die meisten Abos haben, gewinnen eigentlich auch immer den Fight. So habe ich das mitbekommen, ja. Und momentan steht Commander Krieger relativ schlecht, weil Elotrix hat sich auch noch zu dem bekannt und was weiß ich und... Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich der Einzige, der sowas feiert. Schreibt mir das mal in die Kommentare oder gebt mir eine Bewertung dafür oder was weiß ich. Übrigens, hier habt ihr gerade den Black Ops 2 Gameplay von mir gesehen. Jetzt seid mal hier ein bisschen stolz auf mich, denn ich habe auch mal eine Assault Nuclear geschafft nach 3 Jahren oder so. Und ja, Grüße nochmal an Luis und Exisi, die da beiden mit dabei waren im Gameplay. Und ja, das war's von dem Video. Schreibt mir mal, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr von dem Beef haltet. Und ja, ich wollte jetzt nochmal kurz was ankündigen. Und zwar wird eine Montage von mir kommen, die ich auch selber editiere. Und ja, falls ihr darauf hyped seid, dann liked unbedingt mal meine Facebook-Page, davon wird es immer Updates geben auf der Facebook-Page, ist ganz oben in der Videobeschreibung, ne wartet, ist ein unter Jaspers Link in der Videobeschreibung, also guckt auf jeden Fall mal mein Video mit Jasper zusammen an auf seinem Kanal und ja, dann liked ihr noch meine Facebook-Page, das wäre übertrieben korrekt von euch und ja, das war's mit mir, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal, tschüssi.